Ein freundliches Hallo zurück hier bei Northgard bei der Kampagne, hier in der Beta-Testversion noch. Wir starten Chapter 2, das zweite Kapitel Footholds. Northgard is a harsh continent. If we do not manage to tame these lands, we will be erased from memories. Ja, es ist ein harscher Kontinent und wenn wir es nicht gebacken kriegen, dieses Land zu zähmen, werden wir aus den Erinnerungen gelöscht. Brent kennen wir schon. My companion's eyes were shining with ambition. They were eager to set foot on the untamed lands of Northgard and reap its wonders. Ach ja. But my heart was tormented by a darker appetite. Vengeance. Oha. Vengeance. Almost ready. Nahezu fertig. Zack, und wir kriegen wieder eine Geschichte erzählt, so wie das hier drüber fährt. My lord, we have dismantled our longships and used the scrap lumber to build a town hall on the shore. Okay. Wir haben hier kurz und knapp, die haben ihn außen gestellt. Sehr gut. There is no turning back now. Thank you for your dedication. Es gibt keinen Weg zurück. We are waiting. Your orders to take possession of the region and expand our clan. There is much to be done. We have to colonize the areas nearby to expand our living space and find resources. Ja, wir müssen die Gegend rundherum einnehmen und ja, genau, den Lebensraum und expandieren, erweitern und Ressourcen finden. We also need to raise our fame to rightfully claim the region. Ja, und wir müssen unseren Ruhm steigern. So, tada, the clan of Gurgel. Ja, das ist der Clan. Ist mir bekannt, wir haben jetzt hier oben im Vergleich zu vorher auch Stein und Eisen und hier oben gibt es loriges Wissen, das heilige Wissen. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar mehr Möglichkeiten. Bitte schön. So, danke. No house, please. I need this one. So, genau. Wir fangen erstmal wieder an mit einem lustigen. Hast du nicht gesehen, Gedön? Jetzt erstmal so ein Speer wieder in die Wildnis schicken. Was bei dieser Kampagne ganz cool ist im Vergleich zum freien Spiel, dass man von vornherein hier den Brand rumwackeln hat, der uns hier mal ein bisschen gediegen das Land schon mal verteidigen kann zu Beginn. Colonize 8 territories and reach 200 fame. Auch hier scheinen wir noch keine Gegner zu haben. Hier ist jetzt die Mission, 8 Territorien einzunehmen und 200 Ruhm zu erlangen. Das dürfte für uns zugegeben kein größeres Problem darstellen. So, dem kloppen wir erstmal hier den Wolf weg. Ich mache jetzt hier direkt mal einen Woodcutter ausnahmsweise und warte nicht auf das nächste Gebiet. Es ist natürlich durchaus möglich, dass auch hier irgendwo angrenzend wieder ein Waldgebiet ist, aber vielleicht auch nicht. Ah, hier gibt es auf jeden Fall Fischis. Stellen wir den jetzt hier mal an die Grenze. So, und sobald hier der Holzfäller fertig ist, können wir hier auch einen Jäger errichten. Hier geht Holz hacken, du gehst das aufbauen. Jetzt muss ich aber direkt auch hier schon mal ein Häuschen hinstellen, sonst wird es nämlich gleich eng. 6 von 6, wir sind voll. Das geht immer so schnell. This new area is defended by enemies. Jawohl, das haben wir gesehen. Diese neue Gegend, dieses neue Territorium wird von Feinden bewacht, verteidigt. Aber ich bin ein harter Kerl. Ich
nehme es allein mit drei Wölfen auf. So, das Haus ist fertig, das ist gut. Das ist vom Timing her ganz nice. Das nehmen wir schon mal ein. So, wo ist denn jetzt der Fuzzi hingelaufen? Da. Du geh mal lieber jagen und du jag auch mal mit. Da wir jetzt auch Wissen sammeln. Oh. What is this wretched creature? Could it be a Draugr? I heard old man's tales about all that warriors, but I never gave them much credit. Apparently, I was wrong. Ja, er hat Geschichten alter Leute gehört über untote Krieger. Aber er hat ihm die sehr viel Bedeutung gegeben. Scheinbar lag er falsch. At any rate, we should defend our people and slay this friendish abomination. Ja, möglicherweise sollten wir... Oh, hier gab es einen Steinkreis. Unsere Bevölkerung verteidigen und gucken... Wir gucken. Ich werde jetzt auch hier wieder einen Silo bauen aus Gründen. Ja, der erste Draugr greift auch schon an. Ja, meine beiden Jäger verteidigen mit. Das ist nice. Das ist nur leider das Problem, dass mein Obermufti mittlerweile nie mehr ganz so glücklich ist. Wir haben jetzt ziemlich einen Holzmangel, das ist auch ärgerlich. Ich würde nämlich jetzt auch gerne mir ein Heilerhütchen hier hinstellen, aber... Naja. Könnte sich als schwierig erweisen, wenn man das Holz dazu nicht hat, aber das kommt jetzt langsam. Der erkundet immer noch. Hier hinten ist auch noch kleiner Durchlass, da kann er auch gleich nochmal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Waldgebiet, da unten vielleicht. Vielleicht sollte ich ihn mal da hinschicken. Bevor der jetzt hier bis in alle Ewigkeit davon rennt. Danke. Könnt ihr vielleicht erstmal das nähere Gebiet erkunden? Das wäre ganz nice. Ja, dann schaust du mal. Jawohl, das ist Waldgebiet. Wunderbar, wunderschön. Da ist allerdings auch ein Wolf drin, den müssen wir auch irgendwie loswerden. Das ist jetzt die Frage, wie viel Wolf hat sie hier? Einen, zwei, es sieht momentan nur noch eine Maus. Sehr gut. You can come out of an area that is defended. Scheiße. Ach, da läuft noch einer rum. Ach, verdammt, mir geht's nicht gut. Dann müssen wir das leider erst nochmal ein Momentchen verschieben. Und bauen jetzt erstmal ein Heilerhütchen auf. Damit wir hier mal unseren Krieger wieder irgendwie topfit kriegen, das ist ja so nix. So. Wie ist denn die Nahrungsproduktion? Die geht im Moment. Ich werde den jetzt übergangsweise auch mal kurz zum Heiler machen, damit das hier mal ein bisschen flinker geht. Oh, we have just discovered a mineral deposit. We come in two types. Stone and Iron Ore. Ja, wir haben Stein gefunden. Those are important resources and both can be extracted by miners. Build a mine to drain them.
Stone can be used to improve our buildings. Iron allows us to make our tools better, as well as rim a banner. Man, such a smith, they should fall in battle. Yeah, genau. Keep in mind that the deposit is finite and typically holds little material. Please make a good use of it. Ja, ja, wähleweise. Okay, wir haben Stein gefunden. Wir sind schon wieder bei 10 von 11. Ich würde aber jetzt ganz gerne erste Mal, dann müsst ihr jetzt so lange warten. Mal einen kurzen Check. Ne, es sind mehrere Wölfe. Ich sehe es gerade, es sind noch zwei. Dafür geht es mir noch nicht gut genug. Das machen wir noch nicht. Da muss man jetzt gerade mal noch einen Moment warten. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit kein blöder Trogger oben erscheint. Uns nervt. Aber im Moment versteckt er sich da hinten im Wald. Das ist ganz cool. Soll er mal machen. So. Das könnte jetzt funktionieren. Nehme ich den ersten Wolf fast weg, bevor der zweite antanzt. Ist ganz gut. So, dann würde ich nämlich gerne mal dieses Gebiet einnehmen. Und hier einen Holzfäller hinklatschen. Danke, ja. Oh. We have acquired enough lore to develop a new skill. Please choose it wisely, for it will have consequences on our expansion and our survival. Ja, wir haben genug Wissen gesammelt. Aber wir müssen mal gucken, dass wir es weise nutzen. It is crucial that we study any runestone or circle of stones we may run into. It will allow our lore masters to gather lore and develop our knowledge. Ja. Genau, da oben ist nämlich so ein Steinkreis, so Sachen müssen wir einnehmen. Dann können nämlich unsere Wissensmeister, die Loremaster, können da Wissen sammeln und unser Wissen weiterentwickeln. Bam! Woodcutter. So. Kollege, gehen wir darüber. Ach, das sind die Heiler. Okay. Genau so ist es. Was hat er denn jetzt schon wieder? Oh, who are you? My lord, we have run into the men of another clan. What shall we do? Wir sind einem anderen Clan-Fuzzi begegnet. Was sollen wir jetzt tun? Are you little scumhagen? Alvar, we come in peace. I am Halvard, the Fedrin, clan of the goats. We mean no harm. Please offer us assistance. Ah, sie kommen in Frieden, sie sind freundlich. Das ist der Ziegenclan. Wir wollen niemandem Leid zufügen. Wir wollen einfach nur ein bisschen Unterstützung. Greetings, Halvard of Hydron. I am Rick, one of the like talking Hydron. What ails you? Mighty peace, condolence, my young lords. We, too, have lost much lately. Our journey went dirty and, well, long story short, we are now shipwrecked on a desolate shore. Oh, Schiffbrüchiger. We have nothing left and will soon give in to the wilderness. I beg of you, help us. We'll offer assistance. What exactly are we to do? I think it should not be too much of a hassle. You warriors merely have to quell any wolf presence around or tent that street in our fragile camp. My men will take over these areas as soon as they are secure. Please do hurry. So, wir sollen die ein bisschen befreien von den Wölfen. Das machen wir, sobald wir irgendwie da hinten angekommen sind. Im Moment ist das noch nicht ganz relevant. Ich werde jetzt erstmal für meine Holzressourcen
hier kämpfen. Und da muss ich mich auch gleich mal um das Wissen kümmern. Das haben wir jetzt auch gerade noch offen hier. Das machen wir jetzt mal. So, Sharp Axis Weaponsmith Trading. Wir gehen erstmal auf die Sharp Axis. Das verbessert die Holzproduktion um 15% und das nachfolgende ist auch nicht uninteressant. So, mein Warship Chief ist bald wieder am Stissel. So, hier machen wir noch einen Fisherman hin, zusammen auch mit einem solchen. Warum? Dazu können wir jetzt dann gleich kommen. Oh no, wood anymore. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Was bist du? Du bist ein Villager. Kannst du ja mal darüber gehen. Und du kannst dann mal hier das Haus aufbauen. Ich mache jetzt natürlich fürchterlich Nahrungsmiese. Das ist tendenziell unangenehm. Muss mal gucken, dass ich das irgendwie gleich aufgefangen kriege. Muss mich jetzt erstmal drum kümmern. Als erstes. Dann muss dieser Futzen hier mal aufhören zu futzen. Ja. Jawohl. Mit einem Heiler lassen wir jetzt nochmal Heiler sein. Okay. Sammeln wir ein bisschen Nahrung. Das ist auch okay. Dann wollten wir die Fischerhütte. Gut. Ich mache noch ein bisschen finanzielle Miete. Where are you early on the attack? Oh, that's not me. That's my Verbündete. Because you're my mates and I will stand by you. Baum, was heißt die Baum? Achso, weiß ich, was das heißt. Dann geht ihr mal fischen, das bringt mir mehr als euer Gather. Und du haust mal hier auf die Wölfe ein. Allein 3 Wölfe kriegst du hin, das hast du schon mal bewiesen. So, hier ist auch nochmal fruchtbares Land und Steinressource, das ist ziemlich cool. Nur habe ich jetzt momentan natürlich nicht die Nahrung wegen des Winters. Aber wir machen nur noch einen Miese, das ist ganz gut so. Da dürften wir das, glaube ich, gerade so schaffen. Hier dieses Ding noch einnehmen. Wir sind hier oben, sieht man es gerade. Wir machen +3 Wissen. Our scout was hurt while exploring a new area. Ach ja, ja. Das passiert ihm ständig, dass der irgendwo verletzt wird. Der ist halt ein bisschen blöd, das hinzumachen. Was soll ich sagen? Also, wir sind jetzt hier gleich bei 70 von 100. Das läuft aktuell noch ein bisschen langsam, das kann besser sein. Oh, was haben wir denn hier? Nice, das, da kommen wir hier so rum dran oder so rum. Ruinen. Hopsa, und es ist wieder Frühling. Dann geht es jetzt hier wieder ein bisschen voran. Schön, weil wir brauchen jetzt dringend Nahrung. Ich würde den gerne noch mal ein bisschen hier unten lassen, um einfach mal zu gucken, dass hier keine neuen Wölfe erscheinen. Sonst würde ich ihn zu dem Trauer schicken da oben. Ist jetzt schwierig, ist schwierig. So, es macht die Bevölkerung 3. Haben wir noch Platz. Ich würde halt gerne mal hier unten die Steine gerne. Ich habe, glaube ich, zweimal gerne gesagt. Gerne, gerne. Weil ich das so gerne machen würde, mache ich gerne, gerne, gerne. Ja, einerseits die Steine, vor allem hier das Land. Und die Schafe sind auch ganz cool, denn ja, wenn man Schafe hat, hier steht's, dann verringert sich der Holzverbrauch im Winter um 20%. Das liegt nämlich dann an den mollig weichen, warmen Schäfchen.
Pelzen, Klamotten. So, wir haben hier eine neue Mission dazu bekommen.